Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video nur ganz kurz gezeigt, wie wir den Standardspeicherort unserer Videoaufnahmen ändern. Was ich damit meine, ist, wenn wir die Aufzeichnungsfunktion, genauer gesagt diese, ja, die GameDVR-Funktion benutzen. Das ist, wenn wir hier die Windows-Taste und die G-Taste zusammendrücken beim Spielen, um eben mal schnell Aufnahmen von Spielen zu erstellen, für YouTube-Videos zum Beispiel. Genau, der Standardort ist hier in unserem Benutzerverzeichnis unter Videos und hier Aufzeichnungen. Ja, hier wird alles standardmäßig, wie gesagt, gespeichert. Nun, wer diese Funktion nutzt, der weiß auch, dass die Platte bzw. die Systempartition hier ziemlich schnell knackevoll werden kann. Allerdings können wir das natürlich verhindern, das auch noch ziemlich einfach. Und zwar, indem wir den Standardspeicherort ändern. Am besten auf eine zweite Platte, sinnvollerweise. Genau, wie das geht, das wollte ich euch jetzt schnell zeigen. Wie gesagt, das sind ein paar Klicks hier. Einfach den Ordner markieren. Hier rechte Maustaste, Eigenschaften. Und hier auf dem Reiter Pfad klicken. Hier ist der aktuelle Pfad. Ja, das ist unsere Systempartition hier. Und nun hier einfach auf Verschieben klicken. Neue Speicherort wählen. Ich nehme jetzt hier eine zweite Festplatte hier. Zack, meinetwegen. Und am besten, wir erstellen hier einen neuen Ordner. Wir können das auch so lassen. Beliebigen Namen hier, beziehungsweise ja, einfach so lassen. Doppelklicken hier, Ordner auswählen. Einfach draufklicken. Hier ist der neue Pfad. Einfach auf Übernehmen klicken. Hier nochmal ein Hinweis, ja, dass der alte Ort und neuer Ort. Und das ist alles hier samt Inhalt verschoben wird. Einfach mit ja, bestätigen und schon, dann nochmal okay hier. Schon ist der Ordner hier weg und wir haben unseren neuen Speicherort hier auf unserer zweiten Festplatte Haltung. Wo genau, das ist es schon, ja, Aufzeichnungen. Zack. Und schon, ja, müssen wir uns nicht mehr da Sorgen machen, dass die Festplatte immer schnell voll wird, beziehungsweise immer mühsam vielleicht hin und hier kopieren und verschieben halt. Dann wird eben hier direkt gespeichert, wenn wir das wieder rückgängig machen. Das geht genauso einfach. Ja, einfach Ordner hier markieren, Eigenschaften, Pfad und hier einfach wieder herstellen. Ich mache das jetzt einfach mal. Das ist jetzt hier wieder der alte Standardpfad hier. Übernehmen. Soll ersetzt werden. Abbrechen. Ich bin mir jetzt. Ach, erstellt. Okay, alles klar. Ja, okay. Zack. Nochmal bestätigen und schon. Scheint ein bisschen zu dauern. Der Ordner ist hier weg und er sollte jetzt hier wieder. Genau, Aufzeichnung. Unter Videos hier sein. Vielleicht wichtig hier nochmal der Hinweis, wenn ihr jetzt von hier auf eine andere Festplatte den Ordner verschiebt, dass ihr hier eben, wie ich gemacht habe, einfach, jetzt habe ich hier zwei, nein, einfach einen neuen Ordner erstellen und auswählen, wie ich da gemacht habe. Der wird dann sowieso umbenannt hier in Aufzeichnungen. Ansonsten kann da Probleme geben, dass der Ordner dann weg ist. Ja, genau, das war's auch schon alles. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Über ein Like freue ich mich natürlich auch, wenn es euch gefallen hat oder weitergeholfen. Abonnieren nicht vergessen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.